Herzlich willkommen aus der Schweiz. Ich bin TM1978. Das ist mein allererstes Let's Play. Ich dachte mir, ich mach mal Planet Coaster. Keine Ahnung, ob es noch wer interessiert. Ich werde es ja dann sehen. Ich bin auch noch absoluter Anfänger, was YouTube und Let's Plays anbelangt. Nun ja, ist ja nichts Schlimmes. Somit könnt ihr mit mir zusammenwachsen. Ich hoffe auch, dass euch mein Akzent nicht stört. Ja, wie gesagt, ich bin ja aus der Schweiz. Naja, ist halt nun mal so. So, ich habe schon etwas vorbereitet. Ich habe einen Herausforderungspark erstellt. Da habe ich übrigens noch keinen Namen für. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren Vorschlag machen, wenn ihr einen habt. Ich dachte mir einfach, ich werde schon mal etwas vorbereiten. Ich habe das Ganze auf einfach, auf leicht gestellt, weil ich dachte mir, es ist einfach besser für ein Let's Play, wenn wir schneller an Kohle kommen, weil ich will da sehr viel dann dekorieren und ausschmücken, und wenn da permanent das Geld fehlt, ja, dann bin ich einfach nicht so flexibel, und ich denke, das nimmt dem Let's Play den Spaß. Nun, ich starte den mal, ich lade den Park mal, zeige euch mal, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich musste auch zuerst mal etwas ausprobieren, ich musste mich auch mit OBS beschäftigen, weil OBS hat dann, ich habe dann das Noise Gate auch nicht gut eingestellt, das heißt, die Stimme war dann abgehackt, und ich habe das erst etwa 2 Stunden später gemerkt. Also von daher dachte ich mir, nun startest du das Ding nochmal neu, aber ich dachte mir, naja, so läuft es ja schon mal. Und wir haben schon etwas Geld verdient. Ich muss ein Darlehen aufnehmen, das ist zurückbezahlt. Von daher denke ich mal, sind wir da viel flexibler nun. Okay, was habe ich gemacht? Also ich habe mal, erstens, wenn man einen Park betritt, habe ich hier so eine, sage mal, eine Allee gemacht. Halt mit ziemlich dicken Laufwegen, weil ich habe ja das Spiel schon privat etwas gespielt gehabt, und wenn man da einfach mit den kleinen Wegen arbeitet, kriegt man ziemlich schnell Platzprobleme. Deshalb habe ich mir für die breitesten entschieden, auch mit etwas Zwischenraum, dass wir da dekorieren können oder vielleicht ein Gebäude hinstellen, was auch immer. Dann habe ich hier einen Fressstand gemacht, Burger und etwas zu trinken. Personalbüro braucht es ja auch. Toilette. Ich habe da einfach nun mal so vorgefertigt, also nur die Shops hingestellt, keine Gebäude drumherum gebaut. Das können wir dann immer noch machen. Ich muss ja nur ja erstmal etwas aufs Geld achten. Da kannst du natürlich nicht gleich bauen und machen, wie du willst. Ich werde viel mit Steam Workshop, mit so Templates und Bluescreens aus dem Workshop arbeiten, weil ja, ich denke einfach, ich habe die Zeit nicht, alles selbst zu bauen. Und ich bin auch nicht so gut darin, weil ja, ich habe mich mit dem Spiel etwas beschäftigt, aber natürlich keine 1000 Spielstunden oder so. Ich glaube, ich habe da vielleicht 100 Spielstunden bis jetzt. Egal. So, dann habe ich zu Beginn hier das kleine Karussell, das Whirlyrig, gemacht, weil das läuft eigentlich zu Beginn immer recht gut. Ist ein Familienfahrgeschäft, das heißt,
Auch was für die Kleinen, wenn man gleich mit Achterbahnen und so weiter beginnt, fehlt dann der Spaß für die Kleinen. Ich habe da die Preise etwas angepasst, so dass die Leute zufrieden sind. Dann hier Teacups, das ist etwas schneller für die etwas größeren Kinder, auch für Erwachsene. Kostet $5 die Fahrt. Die Warteschlangen habe ich noch gar nicht ausgeschmückt, das kommt alles noch. Dann habe ich als nächstes hier die Wasserbahn gebaut. Ich etwas so in den Berg eingelassen, wobei das alles nur provisorisch. Ich habe da etwas rumexperimentiert. Finde es aber eigentlich schon ganz cool so. Da habe ich $10,50. Scheint auch okay zu sein im Moment. Macht auch gut Gewinn. Dann hier eine kleine Achterbahn. Das sind alles bisher vorgefertigte. Ich will dann schon mal selbst eine bauen. Nur zu Beginn ist das halt kostentechnisch nicht so einfach möglich. Da habe ich auch $10,50. Macht sehr gut Profit. Scheint auch in Ordnung zu sein vom Preis her. Jedenfalls beschwert sich niemand. Hier in den Berg eingelassen habe ich so dieses Fahrgeschäft hier, Insanity. Das kostet $10. Find ich und die Gäste auch angemessen, weil so cool hier eingelassen. Da wird noch alles ausgeschmückt. Park-Eintrittspreis habe ich mit 0 gestartet. Mittlerweile bin ich hier bei 7 pro Gast und die Kinder bezahlen 4. Und so läuft es eigentlich recht gut, weil vorhin hatten wir 14.000, jetzt haben wir schon 16.000. Das heißt, wir können damit arbeiten. Was habe ich vor? Nun, also ihr seht hier die Parkbegrenzung. Das ist da diese, man sieht es schlecht, diese gestrichelte Linie. Bis hier und zurück. Da können wir uns nun austoben. Und ich möchte eigentlich verschiedene Themengebiete machen. Das heißt, etwas mit Piraten, etwas Märchen. Was ich ganz bestimmt will, ist so ein spooky Grusel-Horror-Bereich. Keine Ahnung, wo ich das mache. Dann will ich viel mit Terraforming arbeiten, mit Wasser. Ich habe ja, als ich privat begonnen habe, Planet Coaster zu spielen, habe ich einfach wahllos irgendwas hingeklatscht. Ich habe nichts mit Terraforming gemacht, einfach sah dann alles so aus und immer einfach wieder versucht, ein neues Fahrgeschäft. Aber da fehlt dann die Liebe zum Detail schlussendlich. Aber ist ja auch nicht schlimm, weil man muss ja erstmal üben und sich mit der Sache vertraut machen. Und von daher habe ich mich jetzt entschieden, ich will da mehr in Details, in Ausschmücken. Und ich will da auch hier zum Beispiel dann irgendwie eine Brücke rüberbauen. Dann da hier den Berg hoch. Da hinten soll alles erhöht werden. Das wird da so ein, ja, so wie ein alpines Gebiet haben. Hier vielleicht dann mehr so Wasser, Strand mit den Piraten. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen wollen. Da will ich auch noch mehr machen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schließen soll. Das sehen wir dann noch. Hier oben wird alles geschmückt. Dann soll
soll hier irgendwie noch ein Weg vielleicht oben drüber gehen oder vielleicht auch von hier dann oder eben, dass ich hier runterziehe und da hoch. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Personal. Noch kurz. Habe ich ja zu Beginn nur das Nötigste. Die beiden Jobs. Einer, der ein Hausmeister, der aufräumt und reinigt. Ein Sicherheitsbeamter und ein Techniker. Die können wir noch weiterbilden. Machen wir auch gleich. Wie sind die denn zufrieden? Der ist zufrieden mit dem Gehalt. Der auch. Der auch. Die sind auch schon voll ausgebildet. Der will mehr. Dann machen wir mal 95. Ja, man muss hier geizig sein. Man will ja nicht zu viel zahlen. Ja, der wird jetzt dann gleich auch unglücklich. Ja, da müssen wir auch auf 100, schätze ich mal. Ja, die Techniker sind auch extrem teuer. Und ich habe hier die den Jobs zugeordnet, klar. Die anderen einfach mal noch frei beweglich. Weil es macht momentan noch keinen Sinn. Ja, das ist zufrieden. Der will noch mehr. Okay. Dann geben wir dem noch etwas. Wie gesagt, bei dieser Größe müssen wir da noch nichts zuordnen. Wir müssen dann später bestimmt einzelne Bereiche, einzelne Fahrgeschäfte den Technikern zuordnen. Aber das hat noch Zeit. Wollte ich noch schauen. Frieden. Der scheint auch jetzt auch zufrieden. So, ja, sie beschweren sich halt alle über das Personalbüro, dass das einfach kacke aussieht, und stimmt ja auch. Aber ich denke, jetzt müssen sie da halt durch. Die müssen mich ja auch etwas unterstützen. Die werden ja auch sehen, dass ich da noch nicht mit den Finanzen soll ich sagen, ich muss ja die Finanzen noch im Auge behalten. Okay, ich würde mal fast sagen, wir beginnen mal. Ja, ich würde ganz gern hier beginnen. Und zwar, ich weiß auch nicht, cool wäre auch, wenn das etwas höher gesetzt wäre. Ah, ich weiß nicht, irgendwie bin ich dann nicht so ganz zufrieden. Weil ja, wir schauen mal. Da will ich jedenfalls das Wasser hinten durchziehen noch. Hier soll dann auch noch etwas Wasser kommen. Die Berge hinten noch weiter weiterziehen. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich da noch weiter hochziehen soll. Egal. Ich versuche jetzt mal. Wir versuchen mal hier die Brücke. Irgendwie eine Brücke zu machen. Da den Weg. Das ist gut. So. Ja, das klappt. Ja.
Nee, das wollte ich so nicht. Das auch nicht. Nein. Können wir halt nur so. Und das möchte ich hochziehen. So. Nee, wir lassen weg. Wir können es nicht gerade. So. Sagen. Da glätten wir. Das ist zu groß. So. So, so lassen wir das mal. Na, ich will dann halt. Ich möchte dann hier schon eine anständige Brücke. Weil so, das sieht natürlich nicht so geil aus. Aber egal, jetzt gehen wir hier mal hoch. Und dann würde ich sagen: Hier müssen wir noch etwas. Keine Ahnung, ob das was wird. Vielleicht etwas zu steil. Etwas schmäler, also ja, vielleicht so 7. Ich will da nicht hoch. So. Jetzt möchte ich eigentlich ganz gerne hier hoch. Das scheint nicht zu gehen. Das heißt, das ist zu steil. Ja, das ist viel, viel zu steil. Wir sind da noch etwas weg, so. So, ist vielleicht besser. Thank you.
das wollte ich auch nicht. Ganz gerne. So, was hat das gegeben? Ja, ist halt nicht so. Weil da oben... sollte es dann schon wieder gerade sein. So. Ups. Jetzt gar nicht so einfach. Scheint es gut zu sein. So. Ja, ich denke, so geht's. Doch. Na, das lassen wir mal so. Etwas höher, dann der Weg auch gut ausschaut. So. Hier möchte ich eigentlich wie eine Plattform haben. So. So, ich denke mal, hier das verbinden wir. Mehr.
Da möchte ich eigentlich auch noch Wasser hinhaben. So. Ja, ich finde das eigentlich schön. Das machen wir dann alles felsig. Machen wir dann so. Nehmen wir den Fels. Ja, das, genau. Machen wir dann alles so ziemlich felsig. Doch, das sieht doch schon. Mir gefällt's. Ich find's cool. Auch hier mit den Durchgängen. Einfach das hier gefällt mir noch nicht, aber das können wir dann noch überarbeiten. Ich würde das noch etwas. Ja, einfach so. Alles ist. Ansonsten dann zu kantig. Ja, das könnte auch noch. Oder glätten. Glätten sieht auch gut aus. Wie gesagt, ich muss da auch noch viel rumprobieren. Das mit dem Glätten, das ist gut. Ja. Und dann überall so rüber glätten. Genau. Dann vielleicht da, wo der Fels ist, etwas aufrauen. Und dann drüber malen. Doch. Ja, das sieht doch cool aus. Dann können wir hier noch
Steine platzieren und so weiter. Da oben will ich noch Dekoration, da hinten dann Fahrgeschäft, was erhöht ist. Ja, dann würde ich sagen, Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal weiter zuschaut. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Vorschläge habt, Ideen, auch zu meinem Kanal. Ich weiß, das ist alles noch etwas amateurhaft, wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, mal schauen. Aber ich würde mich freuen, wenn ich ein Like kriegen würde. Wenn ihr disliked, wäre ich froh, wenn ihr Grund schreiben würdet. Nur so kann ich mich verbessern. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und ja, dann bis nächstes Mal und tschüss zusammen.